Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Justice for All. Hallo. Wir sind in der ersten Aussage von Dick Gamsho im Vergessener Wandel? Ja. Vergessener Wandel stehen geblieben. Und wir haben euch gefragt, wo der Widerspruch ist. Jetzt frage ich nochmal Niklas, ob er es weiß. Ich habe vielleicht eine Vermutung. Du wolltest das Bild nochmal angucken. Genau. Das hier? Das ist der zweite oder das erste? Das, wo er auf dem Boden mit dem Namen. Was hast du mit dem Namen? Ich habe mir jetzt gedacht, man hätte ja vielleicht nicht ganz ausgeschrieben, das heißt, mittendrin hat er einfach... Nee, nochmal. Genau, oder wir gucken nochmal das andere an. Das andere? Meinst du jetzt das... Buch? Genau. Das war das andere. Man sieht hier aber auch, glaube ich, gleich, was das er was geschrieben hat. Ja. Und mit der Hand dann auch noch. Ja. Und sie auch mit seinen Kopf. Also eins steht ja fest, wir wissen auf jeden Fall, an welcher Stelle der Widerspruch ist, das wurde uns ja sogar schon gesagt. Das heißt, wir suchen hier, das ist ja hier. Ja. Was könnte man denn hier überhaupt an dieser Aussage angreifen, weißt du das? Ich sage es nicht gern, aber ich sage es nicht gern, das ist nicht wichtig. Es war eindeutig der Name der Angeklagten. Es gibt ja auch noch andere Leute, die. Eindeutig der Name der Angeklagten. Okay, es ist natürlich erstmal das und ich sage jetzt einfach, was der Widerspruch ist. Jetzt gucken wir uns mal das Profil von ihr an. Was steht da? Maggie, der wird anders geschrieben. Das ist der Weg, das stimmt. Das ist auch extra so gemacht, weil man jetzt ein Profil vorzeigen muss. Verstehst du? Okay. Deswegen machen die das. Also ich habe abgedacht, dass du vielleicht darauf kommst, aber ist ja nicht so schlimm. Und dann präsentieren wir das mal. Hier lege ich es nochmal ruhig vor. Sag es nicht gerne, aber es ist eindeutig der Name der Angeklagten. Maggie. Einspruch! Was ist los? Was hat mich denn da geritten? Ohne nachzudenken, habe ich Einspruch gerufen. Und das noch so laut, wie ich konnte, den Finger auf meinen Gegner gerichtet. So laut, wie er konnte, den Finger wird er auf ihn gerichtet. Was für ein tolles Gefühl, auf den Tisch hauen. Inspektor Gamsho. Redest du mit mir, Junge? Sie nennen Sie mir den Namen der Angeklagten. Was wollen Sie mit dieser hoffnungslosen Übung beweisen, Herr Wright? Sie werden schon sehen, dies ist eine sehr wichtige Frage. Antworten Sie ruhig, Herr Fane. Den Namen der Angeklagten, bitte. Was soll diese lächerliche Frage bewirken? Der Name der Angeklagten lautet, Maggie Bird. Ich glaube, da muss sich jemand mal die Gerichtsakte genauer ansehen. Was ich mir jetzt frage, woher weiß er, dass er es falsch gesagt hat? Ja. Das wäre beides sehr aufgeregt, aber scheint, du hast jetzt auf der Nase. Okay, von Anfang an. Was? Hier steht, dass sie Maggie Bird heißt. Es sieht so aus, als hätte ich sie eiskalt erwischt. Was geht hier vor? Ich habe keine Ahnung, oder eher. Beide genauso ahnungslos. Wie Sie sehen, hat das Opfer tatsächlich den Namen Maggie zurückgelassen. Aber der Name der Angeklagten schreibt sich Maggie. Also Maggie. Mit EY. Dies ist ein offensichtlicher Widerspruch der Fakten. Oh! Was sagt man dazu? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Einspruch. Aber vielleicht wusste das Opfer nicht, wie man ihren Namen richtig schreibt. Nee. Einspruch! Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie sagten, der Angeklagten wird der Mord an Ihrem Geliebten vorgeworfen. Wenn Sie wirklich Geliebte waren, muss er Ihren Namen gekannt haben. Nein! Eben Köpfe. All wie gleich. Das ist sehr richtig. Herr Payne? Ja, euer Ehren? Sind Sie absolut sicher, dass die Angeklagte und das Opfer Dustin Prince tatsächlich Geliebte waren? Ja, ich bin ziemlich sicher, euer Ehren. Sie waren ein bei der Polizei sehr bekanntes Paar. Inspektor Gamsho, bitte machen Sie eine Aussage zur Beziehung zwischen der Angeklagten und dem Opfer. Ja. Zeugenaussage, Dustin und Maggie. Die Wachtmeister Prince und Bird waren seit einem halben Jahr zusammen. Es klang, als würden sie an einer Vermählung denken. Der Tag des Vorfalls war zufälligerweise auch der Geburtstag des Opfers. Maggie, ich meine Wachtmeisterin Bird, hatte Prince ein Geschenk besorgt. Etwas, das sie mir als 2 Monate zuvor besorgt hatte. Ich wusste das, weil sie mich fragte, was sie ihm schenken sollte. Oh, das klingt, als hätten die beiden sich sehr nahe gestanden. Trotzdem kam es zu dieser Tragödie. Na schön, Sie können den Zeugen ins Kreuz hören, Herr Wright. Kreuzverhör, das ist Maggie. Die Wachtmeister Prince und Bird waren seit einem halben Jahr zusammen. Moment mal.
Woher wissen Sie das? Jedes Jahr im März gibt es ein Trainingslager für uns Polizisten. Wachtmeisterin Bird war ein Neuling und sie und Prince verstanden sich blendend. Ich nehme an, sie kann sich nehmen. Ich sollte auch dort hin, aber ich konnte die Anzahlung für die Reise nicht aufbringen, also blieb ich daheim, scheinbar einfach nur zu faul. Nee, das war von Edgeworth, weil er im ersten Spiel ganz oft sein Gehalt gekürzt hat. So. Deswegen, ja. Wenn ich doch nur auf diese Reise gegangen wäre. Was ist los? Oh, nichts, wirklich, wie dem auch sei. Es klang, als würden Sie an eine Vermählung denken. Moment mal. Vermählung? Aber war das Opfer nicht 8 Jahre älter als Sie? Ach, was? Ja. Willst du damit sagen, dass man jemanden in seinem Alter heiraten muss, Junge? Nein, das meinte ich nicht. Er schwitzt schon wieder. Das Wettergramm schon, das denn war nur ein Jahr auseinander, wissen Sie? So, das war. Ich glaube, er wird noch lange auf seine Hochzeit warten müssen. Kümmere dich nicht um deinen eigenen Kram, Junge. Was mich wundert, das Blau ist ja die Gedanken von Phoenix Wright. Ja. Aber richtig oft antworten sie die Fragen von seinen Gedanken. Das ist, ich weiß nicht warum. Das sind Gedanken lesen. Alle, auch Inspektor Gamschow. Der Tag des Vorfalls war zufälligerweise auch der Geburtstag des Opfers. Moment mal. Der Tag des Vorfalls, sie meinen den 6. September? Ja. Das Opfer, Wachtmeister Prince, hatte gerade um 17.30 Uhr Feierabend gemacht. Und da Maggies Nachtschicht noch nicht anfing, ging sie ein bisschen in den Park. Oh, ich erinnere mich, als ich selbst jung und verliebt war. Das war eine schöne Zeit. Das muss man lange her sein. Großartig, euer Ehren. Ich freue mich, dass Sie so ein fröhlicher alter Mann sind. Naja, alte Mann. Maggie, ich meine Wachtmeisterin Bird, hatte Prince ein Geschenk besorgt. Moment mal. Sie wissen ja anscheinend eine Menge über die Angeklagte. Nun, das liegt daran, dass ich hier was bin. Ich achte auf meine Leute. Aber sogar darauf, was sie anderen schenkte, geht das nicht etwas zu weit? Hey Junge, pass auf, was du sagst. Ich weiß alles, was unter mir passiert, wenn sich jemand auch nur am Hintern... So genau muss ich jetzt wirklich nicht wissen. Einspruch. Herr Wright, bitte bedrängen Sie den Zeugen nicht so. Ich stimme zu. Selbst wenn der Zeuge für die Angeklagte schwärmt, sollte das im Moment nicht der Gegenstand des Gesprächs sein. Wow, Moment, warum reden wir darüber? Das ist alles deine Schuld, Junge. Du bist schuldig. Ich sollte dich einsperren. Ich glaube, der gute Inspektor ist ein wenig durch den Wind. Etwas, das sie mir als 2 Monate zuvor besorgt hatte. Moment mal! Mehr als 2 Monate zuvor? Ja, sie ist eine sehr bedachte Frau, Junge. Also, was war das für ein Geburtstagsgeschenk? Sie hat ihm einen Handschuh gekauft. Nur einen? Und einen zu dem Handschuh? Warum sollte sie ihm nur einen schenken? Euer Ehren, es handelt sich bei den fraglichen Dingen um einen Baseballhandschuh. Sehr kräftig. Oh, ich verstehe, einen Baseballhandschuh. Wachtmeister Prince war ein großer Baseballfan. Ein Baseballhandschuh? Vielleicht haben wir drängen oder wohl lassen? Wir drängen einfach mal weiter. Gerade haben sie gesagt, das Geschenk wäre etwas gewesen, das sie mehr als 2 Monate zuvor besorgt hat. Ja. Sie sagen also, dass sie vor über 2 Monaten loslief, um den Handschuh zu kaufen? Nein, so war es nicht. Wie war es dann? Sie hat ihn bestellt, er war eine Maßanfertigung. Maßanfertigung? Der Handschuh war eine Maßanfertigung? Ja, das hat sie gesagt. Der Handschuh war also eine Maßanfertigung. Einspruch! Euer Ehren, ich verstehe nicht, wie der Handschuh mit dem Fall zusammenhängt. Ja, es scheint da wenig Relevanz zu geben. Was meinen Sie, Herr Wright? Glauben Sie, dass dieser Handschuh für den Fall relevant ist? Na, glaubst du oder glaubst du nicht? Ja. Ja, ganz bestimmt. Ich weiß nicht, wohin mich das führt, aber... Ach, hast du eben übrigens gesehen, wir haben oben die Lebensleiste jetzt und nicht die Informationszeichen. Das hatte ich ja vergessen zu erwähnen, denn jetzt kann uns für einige schlimme Situationen zum Beispiel... Wenn es ganz wichtig ist und wir verkacken, dann wird uns vielleicht alles abgezogen, was die Hälfte. Das kann jetzt wirklich passieren. Das ist ja bei dem Einspiel nicht so gewesen, oder? Was trinken? So. Ich weiß nicht, wo mich das führt, aber... Natürlich ist der relevant. Der Handschuh ist der Schlüssel zu dem ganzen Fall. Ja, er blufft total. Das ist der Herr Wright, den ich kenne. Ich bin so froh, dass sie wieder der Alte sind. Das ist großartig. Die Leute bedrängen. Das fühlt sich an, als hätte ich das früher schon gesagt. Wie der Soundtrack schon wieder. Als hätte ich es genutzt, um Informationen sogar von den Verschwiegensten zu bekommen.
Nun gut. Wenn Sie so davon überzeugt sind, hören wir mehr über diese Angelegenheit. Ich habe den Handschuh übrigens heute bei mir. Und? Das sagen Sie erst jetzt? Schnell, zeigen Sie ihm den Gericht. Nun, ich dachte nicht, dass er etwas mit dem Fall zu tun hat. Sieht aus wie so ein Pikachu mit den Wangen oder so. Ja. Wie dem auch sei, hier ist er. Er ist ziemlich gelb, oder? Baseballhandschuhe zurück, ich hab ihn so gefühlt. An. Auch Meister Prince mochte die Farbe gelb sehr gern. Geburtstagsgeschenk von Maggie. Mars gefährlich für einen Linkshänder. Und darum musste es eine Maßanfertigung sein? Ach so, ja, stimmt. Ja. Ich hab grad gedacht. Ja, das stimmt. Und aus einem anderen Grund. Nur das leckt. Und ich denke, das Gericht hat genug gehört. Es ist eindeutig, dass das Opfer und die Angeklagte in einer Beziehung hatten. Ja, das stimmt, euer Ehren. Nun, wenn das stimmt, wirft das eine wichtige Frage auf. Wurde der Name Maggie wirklich vom Opfer geschrieben? Ich verstehe, was Sie meinen, euer Ehren. Inspektor Ramshow, bitte erzählen Sie uns etwas mehr über den Namen auf dem Boden. Ja, Sir. Name Zeugenaussage, das wusste ich gar nicht, da der erzählt jetzt irgendeine Scheiße darüber. Zeugenaussage, Schritt auf dem Boden. Oder Schrift. Ich habe auch Schritt gelesen. Wir haben uns zuerst die Handschrift angesehen. Wenn wir jetzt so wieder auf die Musik achten, ist es schon wieder die angespannte. Kannst du mit der vorherigen vergleichen? Die ist angespannt. Da ist was Neues dazu gekommen. Leider konnten wir nicht feststellen, ob es die Schrift des Opfers war. Als nächstes überprüften wir den Zeigefinger des Opfers. Es fand sich Sand unter dem Fingernagel. Es gab auch Kratzer auf der Haut, die er sich beim Schreiben zugezogen hat. Daraus konnten wir schließen, dass das Opfer den Namen mit der rechten Hand schrieb. Ja, eine vollkommen logische Schlussfolgerung. Herr Wright, Sie können den Zeugen jetzt ins Kreuzfeuer nehmen. Danke, euer Ehren. Schrift auf dem Boden. Kreuzfeuer, habe ich letztens. Wir haben uns zuerst die Handschrift angesehen. Moment mal. Wieder erstmal alles anhalten kann ja schon. Kann man denn die Handschrift wirklich anhand einer in Sand geschriebenen Probe zustimmen? Ha, darum sind die also Amateure. Wir sind kein Haufen Dummköpfe, Junge. Die wissenschaftliche Ermittlung in diesem Land ist ziemlich weit entwickelt. Also er ist ein bisschen, ist sogar dümmer als der Richter, glaube ich. Der Richter ist nicht gerade hell. Ja. Ich glaube, es wird Zeit, wieder zum eigentlichen Thema zu kommen. Ganz recht, euer Ehren. Also, was war das Ergebnis der Untersuchung? Der Richter erinnert mich ein bisschen an Simon. Nicht, weil er dumm ist, sondern keine Ahnung. Ich denke, jedes Mal an Simon. Oder konnten wir nicht feststellen, ob es die Schrift des Opfers war? Moment mal. Oh nein, jetzt habe ich seinen Namen gesagt. Ich hätte mir gedacht, das ist gar nicht gut. Letztendlich konnten sie also nicht bestätigen, dass es seine Schrift war. Hey, schau nicht so auf uns herab. Ich habe es dir gesagt, wir sind keine auf Dummköpfe, Junge. Aber einer ist dumm. Jeder weiß, dass man auch mit wissenschaftlicher Ermittlung nicht alles rausfinden kann. Das habe ich noch nie zuvor gehört. Ich auch nicht. Und ich auch nicht. So was habe ich an der Polizeiakademie nie gehört. Okay, dann habe ich es eben erfunden, wie dem auch sei. Erklären Sie überprüft mit den Zeigefinger des Opfers. Moment mal! Seinen Zeigefinger? Du weißt schon, den, mit dem du hier dauernd rumfuchtelst und auf Leute zeigst. Ja, ich weiß. Sagen Sie bloß, das stört Sie. Jedes Mal, wenn du das machst, kriege ich einen kleinen Herzinfarkt, Junge. Wie dem auch sei, Sie haben den Zeigefinger des Opfers untersucht, richtig? Ja, wir dachten uns, es muss was am Finger sein, wenn er in den Sand spielt. Und wie lautet das Ergebnis? Immer wenn er den Zeigefinger rausholt, schießt er den jemand ins Auge. Es fand sich Sand unter dem Fingernagel. Moment mal! Und was beweist das? Nun, es beweist, dass er den Namen mit seinem eigenen Finger schrieb. Ja, was erklärt, warum da Sand unter dem Nagel steckt wird. Ich schätze, er hat recht. Kann aber auch einfach sein, dass er da unten aufgekommen ist und... Ja, oder so. Und da ist noch etwas. Es gab auch einen Kratzer auf der Haut, die er sich beim Schreiben zugezogen hat. Moment mal. Kratzer in der Haut? Ja, man kann sie nicht mit bloßem Auge sehen, aber sie sind da. Das ist unglaublich. Aber ja, das ist die Macht der wissenschaftlichen Ermittlung. Sie sind so klein, dass sie eine Lupe benutzen mussten. Eine echt starke. Sie hat diesen wirklich wissenschaftlich klingenden Namen. Meinen Sie ein Mikroskop? Ja, das ist es. Wir haben eines dieser Dinger benutzt und sie so gefunden.
Ich kann nicht glauben, dass dieser Kerl nicht weiß, was ein Mikroskop ist. Daraus konnten wir schließen, dass es auch mal die Namen mit der rechten Hand schrieb. Moment mal! Sind Sie absolut sicher? Ich glaube an die Macht der Wissenschaft. Hat mich mein Beweis zu Videolub ist und damit zu kontern. Wenn man sich das anhört, glaubt man, es könnte nur eine Schlussfolgerung geben, dass der Name auf jeden Fall vom Opfer geschrieben wurde. Aber glauben Sie nicht, das wäre sehr seltsam, wenn das in diese Nachricht wirklich mit der rechten Hand geschrieben hätte? Glauben Sie, dass ich mir dann so viel Mühe mit dem Geschenk gemacht hätte? Mit dem Geschenk? Was ist damit? Wir haben uns zuerst die Handschrift angesehen. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt weißt du, ich auch wieder, wie du sprichst, ne? Ja. Ja, also mit der rechten Hand geschrieben, aber hat einen Schuh gegeben mit links, für Linkshänder. Ein Schuh? Handschuh. Ein Schuh für Linkshänder. Sehr schön, ja, ist aber auch den. Aber das wurde jetzt gerade auch ganz schön. Ah, er kann auch einfach seine eine Hand gebrochen haben im Schuss, dass er dann mit der anderen schreiben muss. Ja, toll, gebrochen. Er landet das so. So. Ja, dann muss der mit der rechten schreiben. Mit der Hand oben landet der. Da bricht das doch nicht die Hand, allerhöchstens den Ellenbogen. Oder so. Na und dann war hat sich schmerzhaft angefühlt, sagt sie. Ja, aber er kann doch nicht mit rechten, egal. Einspruch. Inspektor Gumshoe, sehen Sie sich das hier an. Das ist der Handschuh, nicht? Können Sie dem Gericht sagen, was das Besondere an diesem Handschuh ist? Das Besondere? Ich habe nie so richtig darüber nachgedacht, aber er ist wirklich gelb. Und das war's auch schon. Ja, er ist wirklich gelb, aber das ist nur eine seiner Qualitäten. Hä? Es gibt noch einen Grund, warum er besonders ist. Und der wäre? Ganz einfach. Dieser Handschuh ist für einen Linkshänder gemacht. Linkshänder? Na sowas, Sie haben recht. Dieser Handschuh ist für die rechte Hand angefertigt. Darum muss der eine Maßanfertigung sein. Ich habe noch nie einen gelben Linkshänder-Handschuh in einem Geschäft gesehen. Sie etwa? Tja, nein. Also, Inspektor, mit welcher Hand hat das Opfer nochmal den Namen geschrieben? Das ist einfach. Sehen Sie, es ist auf diesem Foto eindeutig, dass es... Moment mal. Vergessen Sie nicht, dass das Opfer Linkshänder war. Oh, Einspruch. Das ist, ich meine, ich, Einspruch. Abgelehnt. Herr Wright, ich möchte wissen, was Ihre Beweisführung ergibt. Es kann nur eine Schlussfolgerung gezogen werden. Ein Linkshänder kann keine Nachricht mit seiner rechten Hand geschrieben haben. Darum kann die Person, die den Namen Maggie geschrieben, nicht das Opfer gewesen sein. Ja, aber komm, du bist auch Linkshänder, oder nicht? Du kannst doch nicht mit... Nee, du bist gar nicht Linkshänder, ne? Ich bin Linkshänder. Doch, dann komm, versuch mal mit der rechten Hand da irgendwas richtig toll zu schreiben. Vor allem noch meine Handschrift. Ja. Aber warte, so kann ich das... Warte mal... Na... Sandy, ist ein bisschen doof, das... Na, einfach nur so machen. Naja, aber es ist ein bisschen schwierig. Ich spiele ganz mit der normalen Hand. Mit der normalen Hand. Ist gerne aber nicht normal, nein. Egal. Ruhe. Wenn man darüber nachdenkt, dann ja. Ist es unmöglich, dass der Name vom Opfer geschrieben wurde? Das bedeutet, dass Maggie... Nein, das ist nicht möglich. Herr Payne? Ja, euer Ehren? Die Beweise der Anklage haben die Schuld der Anklage bewiesen. Ich glaube sogar eher, dass sie ihre Unschuld bewiesen haben. Nein! Jawohl, Sie haben es geschafft, Herr Wright. Wow, endlich kann ich wieder Luft holen. Ich hätte die ganze Luft angehalten. Und wenn sie mit uns geredet hat, hat sie die Luft die ganze Zeit angehalten. Wie es scheint, haben wir einen Abschluss gefunden. Sie haben einmal mehr gute Arbeit geleistet, Herr Wright. Ich, euer Ehren? Nun vielen Dank. Der Richter hat Ihnen wieder einmal ein Kompliment gemacht. Sie sind richtig gut. Und darum können Sie nicht aufhören, ein Anwalt zu sein. Soll das ein Scherz sein? Ich bin mehr als reich für den Ruhestand. Ich werde jetzt mein Urteil verkünden. Dieses Gericht befindet die Angeklagte Maggie Bird für... Einspruch! Nein, noch nicht! Ich meine, bitte geben Sie mir noch ein paar Minuten, euer Ehren. Was soll das werden, Herr Payne? Die Anklage ist noch nicht fertig. Was meinen Sie damit? Die Anklage würde gern ihre nächsten Zeugen in den Zeugenstand rufen. Was? Und was hat dieser Zeuge mit angesehen? Den Moment, in dem das Opfer in den Tod gestoßen wurde. Und er sah das Gesicht der Angeklagten. Was zur Hölle? Der Bart von dem Richter sieht man bei diesem
Bild von außen richtig deutlich. Ruhe, Ruhe im Gerichtssaal. Ich hoffe, eine Pause ist angesagt. Danach werde ich mir noch die Aussagen dieses neuen Zeugen anhören. Ich hatte schon das Gefühl, dass alles zu einfach war. Noch mehr Infos. Ich muss sehen, was ich in der Pause herausfinden kann. Ich muss wachsam bleiben. Von jetzt an wird es immer schwieriger. Das Gerücht zieht sich zu einer Pause zurück. Wenn er jetzt steht, Fortsetzung folgt. Ach, wie geil. Fortsetzung folgt.